Ja, aber nicht daneben. Zartgemüse in der Trendbox von Bonduelle. Genial daneben heute mit Teller von Sinnen, Richard Boning, Thomas Hermanns, Guido Kanz und Bernhard Hoecker. Ich freue mich sehr, dass Sie zuschauen. Hier ist Genial daneben. Auch heute am Samstag sind wir für Sie da mit einer neuen Folge. Es ist nicht die Wiederholung von gestern, da saßen ganz andere Menschen. Heute haben wir freundliche Gesichter. Thomas Hermanns ist ein bisschen verschnupft, ein bisschen verkühlt. Ich sollte jetzt mit meiner Stimme, glaube ich, meine erste Chansonplatte aufnehmen. Hermanns singt Milva, dachte ich, wäre mal ein schönes Projekt. Milva. Hermanns singt Milva. Ich mag dich, weil du klug und so, ne? Ja. Das könnte ich doch mal bringen. Aber es steht dir gut, finde ich. Danke. Ich finde es sonor. Ich biete mal was Sonores an. Finde ich sehr schön. Wenn ich was weiß, klingt es besser. Auch vom akustischen, her mal etwas Neues. Ansonsten alles beim Alten. Ja, ich saß gestern schon hier, aber ich habe was anderes an, Herr Walter. Das ist richtig. Und Sinn wird wie immer von Teflon gesponnen. Natürlich. Jawohl. Natürlich. Und synchronisiert von Peter Kraus. Aber das sagen wir nicht. Habe ich das jetzt verstanden? Wir fangen vorne an. Wir müssen uns anständig benehmen heute, meine Damen und Herren. Thomas Hermanns Eltern sind im Publikum. Also nichts. Ja, nichts unter die Gürtellinie. Deswegen ist auch die erste Frage ganz anders jetzt. Ich bin gespannt, Herr Balder. Benjamin Illmann aus Lieskau liegt in Sachsen-Anhalt. Also nicht Benjamin, sondern Lieskau. Und Benjamin Illmann möchte wissen, was ist eine Nagelungsfigur? Ich denke, wollen Sie nicht unter die Jochtelinie gehen, Herr Balder. Ich gehe nicht. Okay, also nochmal, Nagelungsfigur. Ja. Und es ist nichts aus dem Kamasutra von wegen, wir nageln uns, es wird eine lustige Figur draus. Nagelungsfigur, nicht? Sind das nicht ganz einfach diese Leute, die im Nagelstudio arbeiten? Ja. Nennt man die einfach bisschen herablassend ab und zu Nagelungsfiguren? Hallo, hatten wir nicht in den 70er Jahren diese albernen Quadrate mit den Nägeln und wir drückten unsere Hände rein und stellten sie auf den Wohnzimmertisch? Ja, behaupteten, es wäre Kunst. So war's! War das ekelhaft. Ja. Falsch. Hätte mich jetzt auch gewundert, Herr Ball. Vielleicht kommt das, wenn die Chippendales auftreten. Da gibt es ja manchmal, wenn die mit freiem Oberkörper Nägel in einen Holzklop hauen, dann müssen die eine gute Figur machen. Die sogenannte Chippendales hauen doch nicht Nägel in das Holz. Das wäre auch neu. Die machen, dass die Frauen ans Nageln denken, aber die hauen doch keine Nägel ins Holz. Hast du denn die Chippendales schon mal gesehen live? Ich bin ein Chippendale. Ja. Also, Dana Thor zeigt uns jetzt eine Nagelungsfigur, ja? Ja, genau. Entschuldigen Sie, Herr Walder, aber da müssen wir doch, glaube ich, Geld in die Unterhose stecken. Komm, sehr schön. Geile Nummer. Hallo? Also, zurück zum Stück. Tierreich. Ich denke an verschiedene Igelarten, die ja auf die alte Welt beschränkt sind, die man als Fachmann an den Nagelungsfiguren erkennen und definieren kann, die der sich rollende Igel im lockeren Erdreich zurücklässt. Aber ich dachte immer, der Igel hat Stachel und keine Nägel. Ja, aber das Außer der Nagel-Igel, der berühmte sibirische Nagel-Igel. Der hat natürlich, der ist natürlich die Heavy-Metal-Version des Wald- und Wiesen-Igels. Natürlich. Wenn so ein Igel sehr alt ist, dann nadelt der nicht mehr alte Weihnachtsbäume, sondern er nagelt. Weihnachts-Igel auch gern. Ich war ja 8 Jahre Messdiener. Und ich glaube einfach, weil irgendjemand muss ja auch diese Kreuze zusammenbasteln. Ja?
So, die werden ja auch geklöppelt. Ach, wieder das Inri, die Inri, und da gibt es natürlich gibt's so Bausätze, die man auch gerne kaufen, im Vatikan auch bestellen kann. Da gibt es so zwei so kleine Holzblöckchen und dann gibt es halt auch eine Nagelungsfigur, die kommt in die Mitte. Die darf auch nicht zu schwer sein, damit die nicht rutscht. Und das ist der Jupp. Josef. Das ist die Nagelungsfigur. Ja oder nicht? Weil, ist auch so. Aber nein, ich überleg mal, Gott sei Dank ist der genagelt worden und nicht ertränkt. Das hätten alle ein Aquarium über der Tür, da wäre auch scheiße. Kann das aus der Steinzeit kommen? In einer Zeit, als es noch keine Hammer gab. Der Hammer war noch nicht erfunden. Da mussten noch einzelne Menschen, die waren also für das Nageln zuständig, die wurden gerufen in der Steinzeit mit dem Kopf und dann sagt er immer, bitte, Nagelungsfigur, komm. Und dann machen sie ja immer so und hat den Nagel reingehauen. Nein. Aus der Steinzeit. Ich glaube, aus der das Steinzeit. Kommt aus dem Kindergarten. Und zwar gibt es, es gibt so ein schönes Spiel, da wird auf einem Korkbrettchen wird ein Blatt hingelegt, dann wird eine Figur, eine Form draufgelegt, dann geht man hin mit einem, mit so einem Stab, mit einer Nadel dran und macht so um die Blume rum. Und wenn man dann das Muster wegnimmt, hat man ein Loch, eine Blume in Form von genagelten Löchern. Und das ist eine Nagelungsfigur. Aber du hast auch nicht mehr viele Freunde, Bernhard. Mit was beschäftigst du dich? Mit Kindergärtnerinnen. Ja, das merkt man. Das Gute ist, dass der jetzt einen Schuh ausgezogen hat und ich sitze daneben. Was die Leute zu Hause hier nicht sehen können, der Socken, der ist vorne am dicken Onkel ein bisschen kaputt. Und da kommt vorne so ein sehr schlecht geschnittener Zehennagel raus. Und das ist in Wirklichkeit eine Nagelungsfigur. Ist es denn Zimmermannshandwerk grundsätzlich? Nein. Nee. SM für kleine Dominas, so ein Spielzeug oder sowas. Ah, zur Ausbildung? Ausbildungsberuf. Ausbildungsbüro für Dominas. Ja, für kleine, so für. Und es ist auch nicht auf der Kirmes, wo man mit drei Schlägen die Nägel reinnageln muss. In Nein. Österreich auch sehr gerne, da wird genagelt auf der Hütte. Nein. Ich fürchte, wir kommen nicht. Ihr kommt nicht drauf, ich werde es euch sagen. Ja, während des Ersten Weltkriegs wurden überall in Deutschland auf öffentlichen Plätzen lebensgroße Holzfiguren aufgestellt. Während des Ersten Weltkriegs. Gegen einen Obolus konnte jeder in diese Figuren einen Nagel hämmern. Diese Aktion diente dem Eintreiben von Geldern zugunsten von Kriegsweisen und Kriegswitwen. Und auf diese Weise sollte die Solidarität zwischen Heimat und Front bezeugt werden, die Verbundenheit der Zivilbevölkerung mit ihren Soldaten und deren Hinterbliebenen. Anschaulich gemacht durch einen mit Nägel gerüsteten Holzsoldaten. Daher Nagelfigur. Man konnte goldene Nägel wählen, die waren dann teurer. Pro Nagel musste man bezahlen. Ich weiß nicht, was das damals gekostet hat. Ich hätte hier 5 Euro, Herr Walter, wenn ich Sie dafür ein bisschen... Oder man konnte normale Nägel nehmen und so wurden die Kriegswitwen und Waisen unterstützt. Dann hatte man diese Figur, die wurde dann zugenagelt. Und dieser Fachbegriff, der hat sich ergeben damals? Der hat sich ergeben, ja. Das war die sogenannte Nagelungsfigur während des Ersten Weltkriegs. Herr Walter, das mag Sie sehr interessieren, aber wir sind echt eine andere Generation. Das ist mir völlig egal. Hauptsache Benjamin kriegt 500 Euro. Mehr will ich gar nicht. Gratuliere Ihnen. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt habe ich eine Frage. Dass man heute eher Piercing zu so etwas sagen. Das kennen Sie nicht, aber das gibt's auch. Aber Piercing bei Holzfiguren, weiß ich nicht, lohnt sich das? Ich hab's noch nicht gemacht. Nee? Aber da ging's nur um die Solidarität, das war jetzt kein großer Nein, Spaß. Da ging's nur für um die Solidarität und man musste pro Nagel so und so viel Geld bezahlen und das kam dann diesen Leuten zugute. Und dann hatte man, stand so eine Holzfigur und die war dann voller Nägel. Super. Was mit den Figuren passiert? Gar nichts, die standen da rum. Ja, da stehen die heute noch irgendwo. Und dass man noch bis heute nicht davon, was du auch sagst, keine Zeit davon gesehen hat. So. Ja. Da einfach so, einfach Weltdenkmal so. Interessant. Ja. Caroline Köhne wohnt in Rastede, das liegt in Niedersachsen. Und Caroline möchte gerne wissen, was ist ein Blaskopf? Was gucken Sie jetzt mich wieder Nein, an? Nein, also ich hätte meine Eltern mal... sind hier. Ja, nicht. Also ich gucken ganz, Ihren ganz normal ich in hätte die... es gerade einfach nur Nadel gesagt, aber... Im Dschungel, die hört das doch. Ich glaube mal in eine andere Richtung. Also Technik, oh, danke. Ich glaube durchaus Technik, ich glaube, zum Beispiel Erzverhüttung, da wird geblasen. Dein Thema, Erzverhüttung. Ja, oben am Hochofen befindet sich der Auslass für die heiße Luft. Von unten wird reingeblasen durch den Blaskopf. Ich glaube, der Blaskopf ist eine krankhafte Nebenwirkung des Trompetenspielers. Ich bin auch bei Musik. Das ist das zu lange Oboen-Solo. Ja, Stefan,
Stefan Ross praktisch. Stefan Ross hat einen Blaskopf. Genau. Das noch nicht merkte, hat er irgendwann mal Stefanie Hertel kennengelernt. Und das geht das ja auch gar nicht. Das unkontrollierte Anschwellen von im Kopf befindlichen Blutgefäßen. Wo? Im Kopf befindlichen Blut. Ja, in den Füßen zum Beispiel, Herr Ball. An den Wangen. An den Wangen. Ich glaube eher, dass wir wieder bei Blasbläserei sind. Nein, ich meine. Blasbläserei. Moment. Ich meine jetzt, wo im Kopf? Wangen, Augen, können wir Augen ist gut. Augen ist gut. Nicht Augen. Nase, Ohren. Na, Backen, also Wangen, weil das ist, wenn man nämlich zum Beispiel einen Luftballon aufpustet und der ist viel zu schwer, zum Beispiel ein Autoreifen, dann, wenn man da, ja, das ist schwierig, dann kriegt man nämlich, wenn man nämlich den Fehler macht und die Backen mit, wird es nämlich so, tut das irgendwann weh. Das tut dann weh. Ja. Der Laubfrosch. Blaskopf. Also Wangen nicht. Also Augen nicht, Nase nicht, Wangen nicht, Nebenhöhlen, Mund nicht. Stirnhöhlen, also irgendetwas, was Kiefer? Natürlich sich aufblähen kann dadurch. Die Lippen? Uns gehen langsam die Kopfteile aus. Nee. Oberlippe. Gehirnhaut. Aber es hat mit Musik. Das ist das Phänomen. Es hat überhaupt nichts damit. Ach so, Entschuldigung. Ach, aber es ist auch völlig falsch alles. Also sind wir denn. Sind wir uns jetzt nur einfach mal auf so eine falsche Fährte. Wissen Sie, Herr Balder, was ein Hasskopf ist? Face it. What? What? Gummersbach, so, 1968, ja. Aggertalsperre. Yes. Das kleine, dicke Heli mit der Luftmatratze am Wasser. Ja. Luftmatratze? Gummersbach. Ja. Das ist der Blaskopf. Das ist der Blaskopf. Nein. Das ist das runde Teil vor dem. Ich glaube, dass wir sind in der Glasbläserei. Ja. Und es wird ja was durch ein Glas, Blasrohr, wie auch immer, dieses Gefäß geformt. Und da gibt es natürlich auch einen Blaskopf, der ganz oben dran ist, wo der Glas besser reinpustet. In den Glaskopf? Natürlich. Ja. Schön. Wenn man sehr verschnupft ist und man hat eine starke Erkältung, wie Herr zum Beispiel, da wird man sehr blass. Das ist der Blaskopf. Nein. Das ist ja mit den Indianern am Amazonas. Denen geht's gut. Viele Grüße. Ach, ach, mit dem Chor. Also wissen Sie, Herr Balder, dass mir Ihre Attitüde überhaupt nicht passt? Also meine, einerseits dieses weiter, 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 wir quälen uns alles ganz falsch. Dann sind wir, machen wir ganz neue Denkansätze und dann Ihre albernen Zwischenbemerkungen. Ja, so kenne ich das nie nicht und so rede ich alles nie. Also, weißt du was, wenn wir uns nämlich alle zusammentun und gar nicht mehr mitmachen. Wie war das mit dem Indianer eben? Lass Ich wollte nur sagen, das ist falsch, aber im Ansatz sehr schön, auch schön formuliert jetzt. Der Blaskopf ist ein Sitzstreik. Ja, ich sag, ohne uns können die Sendung auch nicht machen. Kinder, nochmal, das ziehen wir jetzt durch. So, ich bin es wirklich satt. Wir setzen uns jetzt. Wir setzen uns jetzt. Wir wollen Respekt. Woher kommt eigentlich der Begriff Sitzdemonstration? Nein, Herr Balder, jetzt ohne Quatsch, so geht das nicht. So geht es nicht. Wir müssen reden. Wir können ja reden. Ich möchte gerne wissen, was ein Blaskopf ist. Zu ihr bluten wir dann nicht. Ihr nicht. Also. Wenn ihr euch da wohler fühlt, ist mir wurscht. Also was ist ein Blaskopf? Also wenn du beim Hals-Nasen-Ohrenarzt bist und du hast irgendwie, der ist das Öhrchen zu. Gut. Bin mal gespannt, wann dem Ersten der Arsch weht. Und der ist das Öhrchen ist zu, dann kriegst du ja vorne so einen wunderbaren Kegel ins Nasenloch rein. Ja. Und dann wird ja mit Druckluft unten reingeblasen. Und du musst Kuckuck sagen, was immer total ätzend ist, so hinten im Rachen. Und das ist ein sogenannter Blaskopf. Habt ihr das schon gemacht? Ja, natürlich. Das mache ich täglich. Also, da es sich ja nicht um ein Instrument oder Teil eines Instrumentes handelt. Ich warte nur ab, ob Sie so tun, als hätten Sie verstanden, was ich sage. Kriegen wir die alle in eine Kamera, sparen wir Geld. Ihr spielt das Spiel wieder mit. Vermutlich, es kommt aus der Küche. Und zwar aus dem, es ist ein Dampfkochtopf. Und der Blaskopf ist oben das Ventil, wo das kochende Wasser herauskommt und herausbläst. Vielleicht sollte, wir können ihn ja weiter ablenken und einer geht mal hinten rum und guckt auf die Kiste. Pass auf, wir tun so einfach. Einer rein.
Es ist aus der mittelalterlichen Lautverschiebung. Und? Und? Was ist bei Fröschen? Er hat mich verarscht. Scheiße, geh mal mit. Oh! Wir sind alle verrückt hier. Also, ich werde es euch einfach mal sagen. Damit okay, Caroline ein Angebot. Genau. Wir nehmen das Angebot gut unter Umständen als Friedensangebot. Also pass auf, Blaskopf. Der sogenannte Blaskopf ist Teil einer Anlage zur Herstellung von Plastiktüten. In so einer Anlage wird Kunststoffgranulat erhitzt und verflüssigt und dann in den Blaskopf geleitet. Dort wird durch einen permanenten Luftstrom der flüssige Kunststoff schlauchförmig nach oben aufgeblasen und abgekühlt. Ohne Blaskopf gäbe es keine Plastiktüten. Ist es soweit verstanden? Ja, ja. Also ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen, Herr Balder. Da freue ich mich für Caroline Köhne ausrastete 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Sehr gut. Genial, aber nicht daneben. Zartgemüse in der Trendbox von Bonduelle. Ich werde mich jetzt auch bemühen und werde euch jetzt immer helfen. Ah, das ist schön. Ja. Schön. Ja, jetzt wird's gut. Ja. Jetzt sehen Sie ein bisschen aus wie Barbara Salesch gerade. Ja. Ich bin Barbara Salesch. Das befürchte ich. Markus Lechner kommt aus Pulheim, ist aber heute Abend hier. Markus, wo sind Sie? Sitzt er. Da. Da ist er. Markus, pass auf, du weißt, wir können aufstehen. Der Markus aus Pulheim. Markus aus Pulheim. Ich drücke Ihnen alle Daumen. Markus möchte Folgendes wissen. Warum stehen rund um den Aachener Dom auffallend viele Häuser mit Flachdächern? Karl der Große, der wohnte ja in Aachen. Und um den Dom sehen zu können, der war nämlich gar nicht so groß, musste man so tun, als der wenn... Der Karl oder der Dom? Karl der Große. Achso. Da musste man so tun, als wäre das Verhältnis als wär er zum größer, Dom und sozusagen. Mhm. Der Karl. Ja. Das finde ich sehr klug. Sehr klug. Danke. Und warum jetzt die Flachdächer? Es gab nur eine was reparieren. Man muss halt an diese Statuen dran und dann hat man die Häuser so nah dran gebaut und die waren so nah dran, und um irgendwas sauber zu machen oder zu reparieren, musste man auf diese flachen Dächer und nicht auf diese Spitzdächer. Da brauchen wir noch sehr langen Arm. Also ja, so einfach so als statt einem Gerüst. Da waren, das sind was hat denn Flachdach? Eine Garage. Bungalow. Das war die Garage vom Bischof. Da hat er seinen Mercedes reingestellt. Karl dem Großen. Vielleicht gab es ja wirklich irgendein Symbol oder ein Gebäude für die staatliche Macht, also den Kaiser, und eben die christliche Gedönsrat. Und die mussten sich irgendwie in Kontakt mussten die sein. Und deswegen durfte zwischen diesen beiden Gebäuden nichts höher gebaut werden. Also es gab eine maximale Bauhöhe. Und die ist, man hat natürlich bei einer maximalen Bauhöhe maximale Raumausnutzung, wenn man sie flach baut. Genau. Wenn man noch bis in die äußersten Ecken, Spitzen und Kanten Zimmer hineinsetzen kann. Ich glaube, warum gerade rund um den Dom? Es geht die ja Häuser durften nicht über eine gewisse Höhe rüber. Warum nicht? Ja, nicht höher als der Dom. Oder damit man der Dom ist aber ziemlich hoch. Also. Nee, da ist an dem Dom was dran. Entweder, wie gesagt, eine Uhr ist nicht, aber Figur. Eine Figur oder irgendwas. Vielleicht ist die um nicht den Dom herum auch sowas wie also vielleicht verdeckt. Ist da noch ein Rathaus gewesen. Vielleicht oder sowas. Ist es eine Art Seilbahnfunktion. Also vielleicht kann man aus dem Dom sich abseilen irgendwohin und das muss aber und diese Bahn muss frei sein. Ich glaube eher, dass einer der Bischöfe oder wie auch immer Kardinäle, die da gewohnt haben, in so begeisterter Basejumper war, Fallschirmspringer, und da der natürlich auch vom Basejumper oben aus dem Kirchturm raus irgendwo landen wollte in der Nähe, hat er natürlich gesagt, spitze Dächer ist zu gefährlich, kann man abrutschen, lass uns einfach Bungalows in der Nähe haben, da kann man besser drauf landen. In welchem Jahr soll das gewesen sein? 738 belegbar. Was weiß der Bernhard sehr gerne? Der gewohnt eigentlich. Der hat doch, hatte der dann Karl der Große gewohnt? Eine Pfalz, ein Schloss. Ah, das war's mit Taubenscheiße zu tun. Mit wem? Taubenscheiße. Ich glaube, er hat auch flach, ja, schön aussieht. Tauben kacken lieber auf ein flaches Dach und deswegen wird der Dom da nicht so zugeätzt. Es ist was an diesem Dom dran und das muss man sehen oder muss man, ja, muss man sehen. Kann das sein? Da ist nichts dran. Dran ist da nichts. Was ist so ein Dom? Oder eine Person guckt Dom? Da raus. Es ist ja kein Muezzin. Also wir sind ja im Katholischen. Also es kann ja nicht sein, dass jemand was. Hat es was mit den Glocken in dem Turm zu tun, Glocken, den Schwingungen und den Reaktionen oder die Schallwellen der Glocke? Ja. Die müssen sich schön wabern über Aachen und verbreiten. Und deswegen würden die Häuser das irritieren und stören. Gut. Vielleicht wieder reflektieren oder so eine Art Echo-Effekt. Genau. Ja, genau. Markus? Nee. Oh, der ist ja aber ganz sicher. Guck mal, ganz. Der sitzt da ganz.
ganz cool, dass die Decken, lass die mal weiterraten, das kriegen die nie raus. Die Häuser sind aber alt, das sind alte Häuser. Alte Häuser. Wie hoch, darf man das sagen, wie hoch sind die Häuser trotzdem? So wie dies hier. Nee, nie drüber. Also in Köln war das doch so, dass zum Beispiel in der Altstadt früher sehr, sehr schmale Häuser gebaut wurden, weil damals nach Fassadenfläche Steuern oder Gebühren bezahlt werden mussten. Vielleicht war das in Aachen so, dass das irgendwie nach Höhe berechnet wurde und irgendwie trotzdem irgendwelche findigen Kaufleute eine gute Wohngegend haben wollten, die rund um den Aachener Dom war und haben deswegen nur sehr flach gebaut, weil oben dieser Giebel oder dieser Speicher, den sowieso keiner groß braucht, einfach noch mehr Steuern oder Gebühren mit sich gebracht hätte. Richtig. Oder die Sicht verschwindet. Markus! Mit der Sicht. Die Sicht verschwindet. Ich finde das mit Steuer aber gut. Was ist denn Karl auf diesem Balkon, da ist so eine Brüstung, wo der raustrat zum Beispiel und über die Stadt guckte. Und das durfte nicht. Der wollte den Dom sehen als erstes. Wer? Karl der Große. Aha. Nee. Von wo? Ja, aus seinem Palais. Hotel. Ja. Vom nächsten Ibis halt auch. Ja, natürlich. Vom das Ibis. Ist sehr schön in Aachen. Das Ibis. Kennst du das? Ja, natürlich. Ja. Dachsteuer war auf. Das sind doch Holländer in der Nähe, nicht? Lass uns mal praktisch denken. Aachen liegt an der Grenze. Daneben wohnen ja unsere Freunde, die Holländer. Die Holländer sind ja normalerweise gern auch im Wohnwagen oder im Zelt zu Hause. Und vielleicht wohnten damals 743 viele Holländer um den Aachener Dom, weil das damals irgendwie noch zusammengehörte. Und das waren alles Hanfplantagen auf den Flachdächern. Wir wissen doch, dass Aachen ein Kurort ist und sich eigentlich Bad Aachen nennen könnte. Es aber nicht tut, weil sie als Erste im Alphabet stehen wollen mit ihren zwei A's. Vielleicht sind ja irgendwelche unterirdischen Quellen dort, die diesen Kurort zu einem Kurort machen. Und es aufgrund des Gewichtes der Häuser dürfen die nicht schwerer sein als, frage mich nicht. Und vielleicht sind die deswegen so klein, die Häuser. Vielleicht, was heißt vielleicht? Der hat Spaß. Man konnte diese Dächer bestuhlen für große Messen, die dort. Das finde ich gut, Bestuhlung. Ja, und dann konnte man eben lauter Klappstühle auf diese Dächer stellen. Ganz Aachen versammelte sich im Sommer. Keine Klappstühle. Aber Bänke, das war nämlich eine Open-Air-Messe. Und da oben wurden Bänke, damit noch mehr Leute dem Vater unser... Es war keine Messe. Dann war es halt irgendeine Ansage. Die Krönung. Die Kaiserkrönung. Versammlung, Weihnachtsmarkt. Eine alte Messe. Weihnachtsmarkt ist gut, der ist gut in Aachen. Ich glaube, er sagt, das ist alles falsch, aber ihr redet wieder so. Also, was war das denn? Warum denn jetzt Flachdächer? Warum? Damit da oben Leute zugucken konnten, zu eben was auf diesem Platz vor dem Dom vielleicht passiert. Kaufleute, da waren Stände drauf, Messe. Sachen zu verkaufen. Ja, Adlige oder irgendwelche. Kirchenleute waren das. Popen, Kardinäle, Bischöfe. Reichsdaken, Militär war da oben. Wie nennt man denn solche Menschen in kirchlichen Kreisen? Die auf Dächern stehen? Nein. Priester! Mit dem Wolf Priester, Messdiener! Welche Menschen nennt man wie? Bischofskonferenz. Die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Kapläne, die zugucken bei Gemeinde. Die zugucken. Gemeinde normalerweise. Die Gemeinde. Zuschauer. Das Wort muss ich hören, sonst kann ich es nicht gelten. Also das, aber Sie sagen jetzt, dass das richtig ist? Bis jetzt ja. Aber geil, dann kommen wir auch drauf. Hat da unten eine kirchliche Veranstaltung stattgefunden? Hat da irgendeine Messe oder ein Gottesdienst? Das steht irgendwo. Hat da unten irgendwas Kirchliches stattgefunden? Es hat was stattgefunden, ja. Kirche sagt endlich. Taufe. Ja, die Kaiserkrönung. Kaiserkrönung nicht. Wir lassen uns mal bei Kirche bleiben. Die Frage ist, welche Leute da oben drauf gestanden haben. Welche Leute? Gibt es ein ganz bestimmtes Wort? Das muss ich hören. Aus kirchlichen Kreisen. Da sind wir. Soldaten. Nein. Aus kirchlichen Kreisen. Kardinäle, Bischöfe. Die Gemeinde. Gemeinde hat da eben. Vom Vatikan. Wie heißen die denn? Er spricht. Eine Chance. Mönche. Nee, eine Chance. Ich hab Mönche gesagt, hab ich eine Chance. Also, außer Mönche noch eine Chance. Warte mal, was kann das denn noch sein? Wir haben ja schon fast alles gesehen. Ich kenne mich eigentlich schon. Oh, da gibt es ja noch alles genannt, was es gibt. Ja, aber Nonnen. Wo Leute zusammen sind. Nonnen, sollen wir auf Nonnen? Lass uns erstmal noch gucken. Ich denke aber, auf die Dächer werden doch eher normale Leute gestellt, als irgendwelche Würdenträger. Ja, sag ich schon, das ist richtig. Normale Leute. Normale Leute, aber normale Leute. Aber wie heißen die? Gemeinde, ja. Oder vielleicht Büßer oder Leute, die irgendwas büßen. Nee, lass uns mal ganz normal. Vielleicht sind es eben keine Ämter, sondern Gemeindemitglieder, die aber irgendeine Funktion haben. Tja, Markus, lassen wir uns mal einen Daumen drücken. Ja, aber dann lass mal. Also, es geht darum, keine Funktion in der Kirche, sondern es geht darum. Das sind Menschen, normale Menschen aus der Gemeinde, die aber etwas Besonderes tun, vielleicht beim Gottesdienst oder so. Laientheologen? Das kannten die damals noch nicht. Oder bei der Kommunion? Ich hasse die Pfanne. Nee, kann auch nicht sein. Wir sitzen sofort wieder auf dem Boden, Herr Balder. Dann kriegt Markus sofort.
auch das Geld. Stimmt. Aber kann, bei der Kommunion. Chor, singen. Der Chor. Also entscheidet Chor. Euch. Für was? Chor, Kommune? Nein, was Chor. Ist Kommunion? Chor. Einbau, der Kirchenchor steht der Kirchenchor. Da oben. Also wer, der Kirchenchor. Wer steht da oben? Der Kirchenchor. Der Kirchenchor. Falsch hinsetzen. Diese flachen Dächer dienten im Mittelalter sozusagen als Tribünenplätze für Pilger. Ah. Pilger. Nein! Ja. Oh. Alle, alle 7 Jahre seit 1349 werden auf der Turmgalerie die Reliquien des Doms öffentlich gezeigt. Pilger. Zuletzt im Jahr 2000. Dabei handelt es sich um die Windel Jesu, ein Kleid Mariens und das Enthauptungstuch Johannes des Täufers. Wie, und das sollen alles Originale sein? Weiß ich nicht. Und nur, und um den Pilgern eine gute Sicht auf diese Reliquien sichern zu können, gab es im Mittelalter eine Bauauflage, wonach die Häuser rings um den Dom ab einer bestimmten Höhe nur ein Flachdach haben durften. Markus, 500 Euro für Sie. Super. Zwischendurch seine Siegesgewissheit etwas verloren. Er hat ein bisschen geschwitzt. Ja. Ja, ja. Ist egal, er hat 500 Euro bekommen. Ja, wir freuen uns, Herr Weiler. Ja, mich freut das besonders. Wenn Sie auch 500 Euro haben möchten, nichts einfacher als das. Schicken Sie eine Frage, mehrere, auch 2000, wenn Sie haben. Ganz egal, an Genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1111 20 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Jetzt kommt eine Frage speziell für Bernhard Hoeker. Das ist irgendwas über kleine ohne Haare. Nein. Nein. Und zwar gestellt von Lorin Timaeus aus Bad Arolsen. Oder Arolsen liegt in Hessen. Lorin möchte wissen, warum lässt die nordamerikanische Schwarzkopfmeise im Frühling ihr Gehirn schrumpfen? Soll ich die Frage noch mal wiederholen? Ja, bitte, schön, bitte. Warum lässt die nordamerikanische Schwarzkopfmeise im Frühling ihr Gehirn schrumpfen? Ich habe eine Idee. Also, ich glaube, ja, Frühling oder so, da gibt es ja dann auch eventuell Nachwuchs vielleicht irgendwann. Und die Schwarzkopfmeise ist, glaube ich, eine, die kein Nestbauer ist, sondern gerne auch mal eins der Eier mit sich im Fluge herumträgt. Und da die sonst zu schwer werden würde, muss sie das Gehirn ein bisschen schrumpfen lassen, damit der Gewichtshaushalt ungefähr gleich bleibt. Sonst fällt die runter, wenn sie fliegt. Genau, sonst stürzt sie ab. Und ich glaube, das ist die richtige Antwort. Aber warum ausgerechnet das Gehirn? Ja, was soll die denn sonst, kleiner Mann? Die Flügel, dann stürzt sie sowieso ab. Also ich glaube eher, dass es mit dem nicht das Gewicht ist, sondern der Platz. Das Ei der nordamerikanischen Schwarzkopfmeise ist nämlich sehr, sehr groß. Fast so groß wie die Meise selbst, abzüglich der Schädeldecke. Das heißt, das Ei voll auszubilden, erfordert einen Platz bis hier oben. Und dazu wird das Gehirn natürlich auf ungefähr 2 mm Breite gepresst. Nein, das ist viel zu kompliziert. Es ist natürlich Sex. Die müssen zeugen, ja, aber die können sich den Partner ja nicht schön trinken, deshalb müssen sie das Gehirnschwung. Ich wette, das stimmt. Man sagt doch auch, dumm fickt gut. Intelligenz fickt übrigens besser. Womit wir bei mir wären. Ich hatte eine alberne Theorie einfach vom Winterschlaf. Vielleicht macht die ja so lustige Sachen, dass sie nicht wegzieht irgendwie in den Süden, ja, weil die schon lustig da vorstellt. Die überschläft den Winter, ja. Und dabei passieren chemische Prozesse, dass das Hirn sich ausdehnt. Ach so. Und im Frühling, wenn als Winterschutz ist das Gehirn aufgebläht, ja, zunächst mal, als Mütze. Das Gehirn als Thermosdecke. Warum schrumpft sie es im Frühling? Ja. Also das ist die Konsequenz von Aufblasen im Winter. Auffällig ist natürlich, dass die Schwarzkopfmeise heißt. Ja. Das heißt, das ist, vielleicht lebt die in der Wüste und das ist vertrocknet. Oder die macht Werbung für Shampoo. Ja, Guido. Schwarzkopf. Natürlich. Ach so, ich dachte Meise. Wir hatten es ja bis dahin nicht verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Aber nicht. Der Onkel, der braucht doch länger. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte Meise. Aber ist denn wirklich so, was du eben auch sagtest mit dem schönen Saufen? Können sie ja nicht. Dass mit diesem Schrumpfprozess bestimmte Teile im Gehirn in der Tat abgeschottet oder gedämpft oder gedimmt oder was auch immer werden, damit die Dinge tun können, die sie bei vollem Gehirnvolumen nicht tun könnten, weil sie Angst haben oder weil sie... So nicht, nein. Aber sowas ist uns ja allen schon mal passiert. Ja, aber es werden ja bestimmte Gehirnbereiche dann nicht mehr benötigt. Ja. Was braucht denn so eine Meise im Winter, um überleben zu können? Ein Thermometer.
Zum Beispiel, ja, Körpertemperatur regulieren. Genau. Ah, sowas. Ja. Aber mit dem peinlich, da sind wir doch in der richtigen Richtung, oder? Mit wem? Die haben, die verstecken im Herbst ihre Früchte, die sie gefunden haben. Finden die wieder? Und speichern sich das in ihrem Gehirn. Und wenn die die wiederfinden, bauen die die Zellen ab, wo die Informationen drinstecken und brauchen das dann nicht mehr. Nee, so ist es nicht. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber so ist es nicht. Also irgendwelche Gehirnfunktionen werden quasi eingeschränkt, die sie dann nicht mehr brauchen. Ah, vielleicht ist es doch ein Zugvogel. Das heißt, als Zugvogel ist er jetzt zurückgekehrt im Frühjahr und braucht nicht mehr... Ach, das Navigationssystem ist weg. Ja, richtig. Die freundliche Stimme im Kopf, der Blau, der den Alter links abbiegen. Moment, wiederholen Sie nochmal, Hoeker. Was haben Sie eben gesagt? Nochmal ganz langsam. Ganz langsam. Nicht, dass es hinterher wieder heißt, hab ich doch gedacht, hab ich doch gedacht. Also. Also, Frage war, warum lässt die nordamerikanische Schwarzkopfmeise im Frühling ihr Gehirn schrumpfen? Genau. Antwort? Weil sie es dann nicht mehr braucht. Also den Teil, der schrumpft, den braucht sie nämlich, um im Winter, das ist vor dem Frühling, Herr Balder, aber auch nach dem Frühling, wenn man es genau nimmt, dann, der war für mich, das ist okay, beruhigen Sie sich wieder. Damit sie, also sie braucht das, was wegschrumpft, braucht sie während dem Winter, um ihre versteckten Sachen, die sie vor dem Winter, nämlich im Herbst gesammelt und versteckt hat, wiederzufinden. Es geht nicht um Nahrung oder was anderes, was sie wiederfinden. Das heißt im Klartext, sie muss das im Frühling nicht machen. Warum nicht? Weil da wieder neue Nahrung da ist. Ja, so lass es gelten. Ja. Das ist die richtige Antwort. Die Schwarzkopfmeise braucht im Frühling einfach weniger Hirn, weil sie genug Nahrung hat. Und ja, die sie sofort das ist wie sieht. Bei All-Inclusive. Wie bei All-Inclusive. Also Cluburlaubern. Exakt. Vollpension. Ja, Lorin, es tut mir leid, aber Herr Hoeker hat wieder zugeschlagen. Was soll man machen? Dafür wird die nächste Frage wieder richtig schön. Sie kommt von Rolf Geißler. Er wohnt in Bad Nenndorf. Das liegt in Niedersachsen. Und jetzt hört mir bitte genau zu. Rolf möchte wissen, warum werden rot gefärbte Stichlingsmännchen sehr oft blass, wenn ein Rivale den Zickzack-Tanz aufführt? Also der Zickzack-Tanz, der dient ja der... Soll ich es nochmal wiederholen? Nee, wir haben es verstanden. Also, Zickzack-Tanz dient ja der Paarungsvorbereitung. Genau. Natürlich. Und die sind ja für Rivalenkämpfe bekannt, Stichlinge. Das heißt, der eine verliert die Farbe als Vorbereitung auf den Kampf. Oder er möchte sich quasi tarnen. Das heißt, er will sich nicht als Männchen unsichtbar machen, quasi, damit es nicht zum Kampf kommt, weil der andere offenbar stärker ist. Die Weibchen sind heller, mit anderen Worten. Das hat Nein, mit heller Kampf ist ein zu tun. Weibchen, ja. Aber mit der Paarung. Ja. Aber mit dem Nestbau. Das spielt ja. Vielleicht sind ja Stichlingsmännchen bei den Fischen die Eierträger und die Eier sind rot. Und der verliert die alle in einem Mal, um zu kämpfen. Das ist gut. Aber ein Männchen, das eine Sturzgeburt hinlegt. Es gibt doch bei den Clownsfischen ist es doch zum Beispiel so, dass die ihr... mach weiter. Dass die ihr Geschlecht verändern. Also die sind irgendwie alles Männchen und wenn das Weibchen stirbt, wird der nächste Männchen. Wird das nächste, also... Bei den Sag mal, hast du ziemlich lange Findet Nemo geguckt? Ja. Nein, da ist das aber so. Und da ändern die ihr Geschlecht. So, und vielleicht die Clownfische, nicht die Clowns, die ich kenne, meinst du? Nein, die Clownfische. Nee, die klauen keine Fische. Die kaufen die im Geschäft. Das ist nur in Polen so. Nein, so, und das ist so. Da treffen sich zwei Fische. Die sind Männer. So, jetzt macht der eine einen Zickzack. Dann sagt der andere, gut, mach du einen Zickzack, werde ich eine Frau. Und dadurch muss er seine Farbe verlieren. Und zack, bumm, passen sie ineinander. Was ich jetzt so jämmerlich... So ist es nicht, nein. Aber es hat sehr viel damit zu tun. Ihr nähert euch, aber so ist es nicht. Bei den Stichlingen ist das doch so, dass jede Handlung eine andere Handlung des Gegenübers hervorruft. Appetenzverhalten heißt das so. Daran kann ich mich noch erinnern im Biologieunterricht, aber dann hakt es auch aus. Das heißt, der Stichling verliert die Farbe und der andere reagiert damit ganz typisch und weiß jetzt, aha, Bahn frei, ich gehe ins Nest oder keine Ahnung, was dann kommt. Das heißt, eines macht... Dann macht das andere... Und dann, machen beide. Ich mache einen Zickzack-Tanz, der andere sagt, genau. Ich mache einen Zickzack-Tanz, der andere sagt, ich weiß.
Ja. Was? Ja. Es geht ja so in die richtige Richtung. Es stimmt noch. Sind das denn jetzt zwei Männchen, zwei Weibchen oder? Also natürlich Rivalen. Warum werden rot gefärbte Stichlingsmännchen sehr, sehr oft blass, wenn ein Rivale den Zickzack tanzt? Also die kämpfen ja auch um die Frau in dem Moment. Das ist Lasse sieht jetzt den Rivalen und weiß, aha, jetzt gibt's Konkurrenz. Genau. Ich verliere mal die Farbe. Ja. Ja. Was will er damit? Die werden mit, wenn die fruchtbar werden, dann werden die farbig. Und jetzt sagt er dem Rivalen, ich bin gar nicht fruchtbar, lass mich bitte in Ruhe. Wie wäre es denn, wenn es umgekehrt ist wie bei Menschen? Weil wenn jetzt sich zwei Kerle auf der Münchner Wiesen oder wo auch immer prügeln wollen, dann haben sie doch gern mal einen roten Kopf vor Wut. Ja. Vielleicht ist das bei den Stichlingen genau umgekehrt. Also es hat was mit der Blutzirkulation zu tun, dass die aber eben kein rotes Blut haben, sondern weißes Blut. Es gibt ja auch Hummer, die haben blaues Blut zum Beispiel. Vielleicht haben die ja eine andere Blutfarbe. Oder das heißt, Adlige. Wenn die einen Hals Adlige. Kriegen, was? Adlige haben auch blaues Blut. Ja. Also, schluckt der sich vor Schreck. Der nimmt also 2 Liter Wasser auf in dem Moment, weil er sieht, oh, da kommt. Und damit wird die Farbe verdünnt. Die Farbe wird verdünnt. Das ist ganz blass. Also ganz blasses Rosa, nicht mehr ganz. Ja. Also er macht sich nicht unsichtbar, das ist es nicht. Er macht sich nicht unsichtbar, nein. Nein. Nee, er wird einfach nur blass. Es passiert etwas, aber damit er auch in diesen Zickzack-Tanz mit einsteigen kann. Nee, der will was ganz anderes und ich werde es euch sagen. Ja. Der macht das ganz geschickt. Also, diese Männchen erblassen mit voller Absicht. Grund. Wenn die Stichlingsmännchen blass sind, dann sehen sie aus wie Weibchen. Sind zwar keine, aber sehen so aus wie Weibchen. Das hatten wir schon. So weit kann Soweit sind wir. Sie können sich so anderen Weibchen nähern, ohne von männlichen Rivalen verscheucht zu werden. Und löst der Zickzack-Tanz eines rot gefärbten Männchens bei einem Weibchen die Eierablage aus, dann flitzen die erblassten Männchen schnell dorthin, besamen die Eier, bevor das rot gefärbte Männchen Gelegenheit hat. Man kann also sagen, der eine baggert und der andere kommt zum Schuss. Ja gut, aber meine Frage. Da haben die mal Das ist ja so, weil es wie im Leben auch bei den Stichlingsmännchen ein paar Bekloppte gibt. Die sind ja, nicht alle so ja. klug und weil, werden blass. Das Weibchen ein paar müssen. Ja. Ja. Kommt einer so, zickzack-Tanz, der andere lalala. Ja. Ja. Der andere vor allem verkleidet sich als Frau und schleicht sich quasi in den Harem ein. Das ist wie Karneval, wenn quasi einer so als genau. Zigeunerin geht und dann die alle schwängert. So. Ja. Aber sehr, sehr interessant finde ich das und sehr intelligentes ja. Stichlingsmännchen. Großartig. Ja. Und ja. Rolf Geißler kriegt 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen sehr. Sehen Sie Jeanette Biedermann in ihrem ersten großen Sat.1-Film von Bonduelle. Wir kommen zu Christoph Till. Er wohnt in Strehla, das liegt in Sachsen. Und Christoph möchte gerne wissen, warum wurde 1956 in der DDR eine Briefmarke zum 100. Todestag Robert Schumanns für ungültig erklärt. Wiederhol's nochmal. Ungültig. Warum wurde 1956 in der DDR eine Briefmarke zum 100. Todestag Robert Schumanns für ungültig erklärt? Also 1956 war Ungarnaufstand. Robert Schumann, eventuell hat er ein Stück geschrieben, das während des Ungarnaufstandes eine besondere Bedeutung hatte, dass da das als gut. Hymne gesungen wurde, so etwas. Und um das nicht zu unterstützen, zog man gute die Briefmarke aus dem Verkehr. Stimmt nicht. Robert Schumann, ich sag's mal, für alle Komponisten natürlich. Diese Gedenkbriefmarke wurde am 30.09.1956 für ungültig erklärt. 30. September. Also ich habe es überhaupt noch nicht verstanden. Ich sag's nochmal, bevor wir sind. Moment, ich versuch's mal zu fragen, ob ich's verstanden habe. Also wir reden von der DDR. Ja. Dass die überhaupt 56 schon DDR hieß. Ich dachte, das hätte sich erst viel später. Das BZ vorher. Ja, gut. Und die haben... Die haben eine Briefmarke rausgebracht. In dem Jahr 56 haben die Robert-Schumann-Briefmarke rausgebracht. Zum 100. Todestag. Und haben die sehr schnell danach wieder als ungültig erklärt, weil sie irgendwas politisch, mies... Sein. Also die haben es irgendwie einen schlechten Beigeschmack gehabt. Ja, vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Grund. Vielleicht hat ja die BRD zur gleichen Zeit auch eine Robert-Schumann-Gedächtnis-Briefmarke rausgebracht und die hat einen dicken Hals. Nach dem Motto, die haben ja auch gerne mit Goethe und Schiller so ein Theater gemacht. Das sind unsere Dichter und Denker, die Sachsen. Und vielleicht war der Schumann ja irgendwie... weiß ich nicht, dann doch in Kölle am Ring geboren und so. Und die wollten sich eigentlich einen drauf runterholen, dass der auch ein alter Sachse war. Irgendwie sowas.
Vielleicht war was drauf auf diesem Motiv der Briefmarke, was quasi Anstoß erregte. Zum Beispiel, ja, nicht Hammer und Sichel, sondern Hammer und Meißel. Ein 500er Benz ist aber echt auf den Kopf geraten. Das war dem denn zu können wir nicht mal dabei bleiben, was der komponiert hat? Und dass wir da, was ist das ja, eine ganz falsche Ich denke, das ist profaner. Mit ja. Ich glaube nicht, dass sie so subtil denken sagtest, mit Musik. Ich glaube, es ist vielleicht eher, dass da Deutschland drauf stand oder Republik Deutschland, sowas. Ja, aber die sind ja nicht blöd. Doch. Hast du recht. Vielleicht hat Schumann, wirklich Schumann-Plan. Europäische Gemeinschaft. Was? Robert Schumann. Ach, das ist ein anderer, das ist ein Politiker zu der Zeit. Auch Robert Schumann. Dass sie den verwechselt haben. Dass man den hätte verwechseln können, aber es war nicht opportun, einem der Gründer der europäischen. Nein. Vielleicht, als du eben sagtest, auf den falschen Geschmack gekommen, vielleicht schmeckte die einfach scheiße. Und die wollte keiner haben. Man vielleicht kam davon, hat es was mit der Währung zu tun, also mit dem, wie sage ich das jetzt? Mark. Ostmark. Ja, ich meine jetzt mit der, ob Geld. Es jetzt 5 Pfennig oder 10, mit der Bezeichnung, also mit dem Wert, danke. Mit dem Wert. Mit dem Wert der Marke zu tun? Nein. Der ist vielleicht 30 Jahre vorher gestorben und ich habe mich vertan. Die haben sich vertan bei dem 100. Das war gar nicht der 100. Todesstar. Das war der 99. 100. Ja, aber es passt nicht. War der eigentlich der Mann von Clara Schumann? Nee, das war der 100. Das war nicht der Mann. Nee. Also das war der richtige 100. Das aber war der 30.9. Also da ist sie sagten genau dieses Datum mit so einem Gesichtsausdruck. Am 30.9. ist sie wieder für ungültig erklärt worden. Genau. Sie war also gültig eine Weile. Sie war gültig, aber nicht allzu lange. Wir hatten doch schon mal irgendwas, das man im Prinzip genau 3 Tage. Konnte. Drei Tage nur. Das war in Holland. Genau, wo man den Stempel wieder abholen konnte. Das war 54 kein Thema gewesen. 56. Egal. Vielleicht hat sie Farbe nicht gehalten. Ja. Nein, es ist was Politisches. Also, was? Ist das was Politisches? Nein. Gut, danke. Es ist was Profanes. Es ist was Profanes. Ja. Aber der hat Spaß, der Mann. Guck mal, ob der Spaß hat. Ja, da hinten die falsche Plast und Elaste drauf, das hielt nicht, das Ding. Vielleicht das, haben war die nicht, das hielt nicht auf den Briefen. Klebte nicht, meinst du? Das klebte nicht. Meinst du, die Gummierung das war es? Die Gummierung war noch nicht vom Nein. Fußball. Vielleicht die haben geklaut, die klebte, geklaut, die haben Schumann richtig geschrieben. Ist vielleicht irgendeine Lieferung falsch irgendwo angekommen? Nein, und die ist alles angekommen. Da waren keine Zähne dran. Da waren Zähne dran, ganz viele. Der Stempel haftete nicht. Haben wir schon mal gehabt. Ganz viele Zähne waren da dran. Der und der Spaß Stempel hat, haftete ja. auch drauf. Der stand Stempel drauf. Haftete. Was war denn der Tschüss, Wert? Ich bin im Westen, stand auf der Briefmarke drauf. Ja. Nein. Gab's einen Druckfehler? Nee, auch nicht. Den was? Ein Druck, also ein Herstellungsfehler. Wie sollte der ausgesehen Zum Beispiel, haben? Ja, grüner Kopf auf grünem Grund oder so. Sowas. Oder das Bild sah Adenauer ähnlich und das wollten sie nicht auf die Karten kriegen. Nein. Da war doch auch Olympiade, nicht? In Melbourne. Also du begeisterst mich heute mit deinem Da war doch, Schumann war ja nicht nur Komponist, sondern auch Kugelstoßer damals. Das war ein kanadischer Kugelstoßer, der damals 3 Goldmedaillen gewonnen hat. Natürlich. Das war ja auch Spätsommer, natürlich. Also natürlich, genau 3 Goldmedaillen hat er gewonnen. Im Kugelstoß. Es gibt ja unterschiedliche Kugelstoßdisziplinen. Und da war die dann gültig. Vielleicht. Moment, die war 3 Tage gültig. Vielleicht ist die am ersten Tag. War die ist Robert Tage Schumann. Gültig? Ja, am ersten Tage. Tag ist Robert gesagt? Schumann gestorben und am dritten Tag ist er auferstanden. Es fiel unangenehm auf, dass Robert Schumann aussah wie Margot Honecker. Und das konnte nicht durchgehen in der DDR. Also ihr wisst es nicht. Ich werde es euch sagen. Ich habe ja die Marken hier. Deswegen werde ich es euch jetzt sagen. Ich kann es auch gerne rumgehen lassen. Ihr müsst gute Augen haben. Und dann sehen wir das, warum. Dann seht ihr das. Ich mache das jetzt mal so. Dann können wir uns das genau angucken. Ich halte das jetzt auch ganz ruhig und sage es euch. Hier ist es, die 20-Pfennig-Marke. Grund, die Noten, die hier im Hintergrund zu sehen sind. Es handelt sich bei der Marke Deutschland um die Vertonung von Goethes Wanderers Nachtlied von Franz Schubert. Kann passieren. Ja. Und nicht von Robert Schumann. Ganz alter. Es waren einfach die falschen Noten drauf. Es war ein völlig anderes Lied drauf. Deswegen wurde die Marke nach 3 Tagen aus dem Verkehr gezogen. Hätten wir drauf kommen können. Und wie geil. Das finde ich witzig. Gut. Da haben sie irgendwelche Musiker hingesetzt und haben lalilalila. Beim Lecken. So sieht's Beim aus. Lecken. Christoph Till aus Strehla, 500 Euro für Sie. Cool. Muss noch mal meckern.
äußern, weil wir haben nach einem Druckfehler gefragt und im weitesten Sinne war es ein Druckfehler. Es ist kein Druckfehler. Es ist einfach ein Fehler der, wie soll ich sagen, der sogenannten Briefmarkenredaktion, wenn man das so bezeichnen kann. Ja, es ist ja kein Druckfehler gewesen. Aber wenn wir jetzt weiter in dem Bild geblieben wären, auf der Marke wäre was falsch gewesen. Wenn einer von euch gesagt hätte, da waren falsche Noten drauf, hätte ich gesagt, das ist richtig. Hat aber keiner gesagt. Aber solange er Briefmarkenredaktion sagt, lass ihn doch einfach weitermachen. Ja, in der Briefmarkenredaktion. Ist klar. Briefmarkenredaktion. Na, natürlich. Ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Wie heißen die Menschen denn? Weiß ich doch nicht. Sie Briefmarkendesigner. Ja. Philatelisten. Philatelisten. Das ist ein schöner Jetzt Name. Jetzt ist das Vic Medi-Night auch richtig eingekickt bei mir. Thomas Hermann wird sich heute Nacht richtig gut erholen. Und das wünschen wir ihm auch. Und Ihnen wünschen wir alle ein schönes Wochenende. Das war genial daneben. Tschüss. Genial. Aber nicht daneben. Zart.